Hallo, liebe Bierliebhaber. Mein Name ist Björn, ich bin Biersommelier und begrüße euch herzlich auf dem YouTube-Kanal der Bierliebhaberei. Gerade wieder ein bisschen größer in den Medien. Viele Bierliebhaber unterhalten sich ja auch drüber. Bei Aldi gibt es wieder neues Bier von BrewDog. Und ich war jetzt im Aldi gewesen und habe mir einfach mal das Bier gekauft und wollte das heute mal mit euch zusammen verkosten. Generell ist da ja immer so ein bisschen Aufschrei, wenn Biere bei Aldi angeboten werden. Vielen geht es dabei auch teilweise darum, dass der Preis ja natürlich viel zu günstig ist. Ich meine, für das Bier, ich halte es mal hier in die Kamera, das Alt-IPA habe ich jetzt 99 Cent bezahlt. Und hier von BrewDog, die brauen das in Berlin in ihrer Brauanlage, haben jetzt ein Hazy India Pale Ale, 330 Milliliter Dose. Und das ist eigentlich schon ein relativ guter Preis. Ich habe hier auch noch eine Dose von dem letzten Alt-IPA, das gab es Anfang des Jahres. Das hat mich nicht ganz so umgehauen, deswegen habe ich nämlich noch eine Dose die ganze Zeit jetzt im Kühlschrank gehabt. Können wir mal am Ende mal gegeneinander verkosten, um zu gucken, wie ist denn die Entwicklung generell. Und schauen uns das dann noch alles mal ein bisschen genauer an. 99 Cent, wie gesagt, ist schon ein Kampfpreis, aber man muss ja natürlich auch wissen, ob es einem das wert ist. Und natürlich ist irgendwo auch die Qualität ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen schauen wir uns das Bier einfach mal ganz genau an. Generell ist es so, wir haben hier bei dem Bier 5,4% Alkohol, also sind da wirklich im niedrigen Alkoholbereich. Hier steht an der Seite auch Sessionable India Pale Ale. Und hier steht auch Hazy India Pale Ale. Das heißt, so von dem, was wir jetzt ja erwarten, ist auch ein schönes, leichtes, gut trinkbares IPA. Das soll so ein bisschen hazy sein, also ein bisschen so trüb, schön bitter. Gucken wir einfach mal an, was da passiert. Und ich gebe das einfach mal ins Glas. So. Was wir jetzt hier zuerst sehen, ist, es hat eine schöne Schaumkrone. Der ist auch super feinporig, super fest. Sieht das Bier hazy aus? Ich würde sagen, ja. Also wir haben hier schon ein sehr, sehr trübes Bier. Es geht vom Strohgelben so leicht in so einen hellen Orangeton über. Durchgucken geht auf gar keinen Fall. Es hat wirklich eine starke Opalität. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht das optisch schon mal sehr, sehr schön aus. Wir haben auf jeden Fall schon mal das, was versprochen worden ist. Und jetzt haben wir ein India Pale Ale, also ein obergäriges, doch etwas stärker gehofftes Bier. Mit schon so ein bisschen malzigen Körper, den wir jetzt hier eigentlich haben wollen. Checken wir mal aus, was wir jetzt in der Nase haben. Und es riecht wirklich fruchtig. Also man hat so diese typischen IPA-Noten in der Nase. Man hat hier schöne Mango, Maracuja-Noten, ein bisschen Kiwi, ein bisschen, aber auch wirklich so ein bisschen so dieses grasige, hopfige, was so ein bisschen mitkommt. Auch so ganz, ganz leichte Biskuit-Aromen. Das heißt auch so das Malz und so spielt auf jeden Fall hier auch schon in die Nase rein. Aber vor allem so Grapefruit, Zitrone, das riecht man hier auf jeden Fall auch sehr, sehr intensiv durch. Wie gesagt, sehr, sehr fruchtig. Jetzt auf den zweiten Blick sozusagen mit der Nase, muss ich sagen, auch hier klingt das schon mal ganz gut. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, schmeckt denn das Bier überhaupt? Wir haben jetzt vorne eine ganz, ganz leichte Süße. Ich finde schon einen etwas leichteren Körper, also sehr, sehr feinperlig. Und dann kommt auf jeden Fall die Frucht durch, Limette kommt durch, Mango kommt durch, Grapefruit kommt durch. Es ist ein bisschen grasiger und dann kommt wirklich diese Bittere hinten raus. Also für ein 99 Cent Session IPA mit 5,4% Alkohol, den Alkohol schmeckt man nicht, der ist sehr, sehr schön eingebunden. Definitiv ein Bier, das man sich so mal aufmachen kann. Kein super komplexes IPA, aber doch ganz gut trinkbares. Und muss sagen, das gefällt mir wirklich so jetzt ganz gut.
Und wenn ich das jetzt hier mit dem letzten vergleiche, muss ich sagen, dass das neue IPA von Brew Dog für Aldi definitiv um einen ganzen Zacken besser geworden ist. Hier bei dem alten war es so gewesen, es war super flach. Ich habe jetzt auch noch eine Dose übrig, ganz einfach, weil ich fand es einfach nicht so toll. Dann habe ich es in den Kühlschrank ein bisschen weiter nach hinten gestellt und dann habe ich es einfach vergessen. Das ist leider beim MAD, deswegen brauchen wir es hiergegen gar nicht so wirklich zu verkosten. Ich hoffe, ich habe euch jetzt in dem Video hier nochmal einen kleinen Eindruck von dem Alt-IPA von BrewDog für Aldi Süd geben können. Erhältlich ist das Bier überall bei Aldi Süd. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch noch das alte Alt-IPA mal probiert, kennt jetzt den Vergleich zu dem neuen Alt-IPA und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie habt ihr denn den Unterschied wahrgenommen? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, viele gute Biere, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao, euer Björn.